last time on Sea Tramp. We left Paros, had a funny day in Amione, discovered a beautiful anchorage on Porto Hilly, and started our way around the Peneloponnese. Early in the morning, we started our engine. Today, we want to make a few miles, but first plan to visit the beautiful town of Monemvasia, where we didn't arrive last time. We docked in the town harbor and walked up the town. The eastern shore of the Peloponnese, in the late 6th century, Monemvasia was populated by inhabitants of Sparta. Its strategic position on the main maritime routes along the Mediterranean converted it to an important commercial maritime center. This favorable location for Monemvasia came to an end in 1893 with the opening of the Grand Canal, which dramatically reduced marine traffic. Just a couple hundred miles will separate us for a while, but I believed that we would be back at the end of the year. But it's like you disappeared and you moved on, gone, a new season has dawned. Sightseeing bei 30 Grad. Schön war's. Schön war's. Extra früh hier hin, damit wir früh hier hoch können. Dann habe ich die fette Turtle, oder nein, du hast die fette Turtle gesehen. Und ich musste erstmal eine Stunde mit der Turtle spielen gehen. Deswegen ist jetzt leider Mittagssonne. Das war aber auch echt mega geil. Mitten im Hafen schwammen die da so, total gechillt. Komm mal hoch, immer wieder runter. Ich dachte, boah, wie geil ist das denn? Hier nach rein. Eine Stunde später, genau. Aber bitte nur irritieren lassen. Guckte da mal zwischendurch ein bisschen neugierig, fraß dann weiter, drehte sich wieder um. Total geil. It's always a great feeling to swim in the ocean and see all the animals around you. But this turtle was just amazing. Especially the watching while eating was a madness. As I learned while diving, you should observe the animals with healthy distance. However, the turtle always ran towards me as soon as I made my way back. Mario couldn't resist at some point and also jumped into the harbor water. What an incredible start to the day!
who heard about a sunken city nearby and decided to make a little detour there. Due to the fact we have to anchor a little deeper, Mario first checks whether the anchor has buried incorrectly. Unfortunately, we don't really find much on this place. With a lot of imagination, you can say at one point that it used to be a building. On the way back to the boat, Mario sees that our propeller already has its protective paint loses. Morning Routine. Käfken und Bild.de. Ach nee, gar nicht. Spiel ist dann Spiel. Socken! Time to hurry a little bit. We have to pick up my parents in a few days. Today we have gusts up to 25 knots. We plan to sail around 50 miles today, but it doesn't look really realistic. Frühstückspause. Wir wurden ja vor 2 Monaten erfolgreich auf Smoothies umgestellt. Seitdem gibt es morgens immer so leckere Kreationen wie Spinat, Salat, Gurke, Banane mit Avocado. Man
Reike meinte ja, da muss was Grünes sein, was Bitteres, was salzig. Nee, salzig, nicht sauer, hat sie gesagt, ne? Und da versuchen wir uns dran zu halten. Das ist ganz gut. Also, am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Naja, eigentlich jeden Tag gewöhnungsbedürftig, aber irgendwie auch lecker. Wir sind jetzt seit 5 Stunden unterwegs, haben in der Zeit 30 Meilen gemacht unter Segeln, was eigentlich ganz gut ist. Der Haken an der Sache ist, dass wir effektiv nur 14 Meilen in die eigentliche Richtung gefahren sind. Das heißt, um die tatsächlichen 50 Meilen, die wir heute vorhatten, zu schaffen, werden wir wahrscheinlich erst an die 100 Meilen fahren müssen. Ich glaube nicht, dass wir das vor Einbruch der Dunkelheit hinkriegen. Folglich müssen wir schon mal an einem Plan B arbeiten. Insgesamt ist das Wetter super. Segeln macht Spaß, der Autopilot macht das schon und ja, schaukelt ordentlich vor sich hin. Nina ist unten, schneidet Videos, keine Ahnung, wie sie das macht, die wird aber immer schlecht. Ja, gleich mal wieder Zeit für eine Wende. Zwischendurch gibt es immer so ein paar Tage, wo das Wetter scheiße ist oder man einfach irgendwie im Hafen rumhängt. Oder wie gestern, wo wir dann 25 Knoten gegen uns hatten den ganzen Tag. Da stellt man sich die Frage, boah, wofür mache ich eigentlich den ganzen Scheiß? Am nächsten Tag geht die Sonne auf, der Himmel ist blau, der Wind weht leicht, das Meer ist spiegelglatt. Und dann haben wir so einen Tag wie heute. Und dann weißt du, dafür tust du. The last few months we have a small guest. The little one crashed against our backstage and needs a rest. See us next time when my parents visit us, we spend a few days with Gratis and their son Sander, and Mary and Holger have to rescue me from Shipwreck Bay.